Die Fernverkehrsstraße F5 war eine von 4 Transitstrecken, die West-Berlin mit der Bundesrepublik verband. Die F5 führte mitten durch Städte und Dörfer, Wälder und einsame Gegenden. Das ermöglichte deutsch-deutsche Begegnungen der besonderen Art. 5 Geschichten rund um die F5. 5 unterschiedliche Lebensläufe. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich bin Achim Knablowski. Mein Name ist Hartmut Richter. Ich bin Birgit Richau. Ich bin Walter Pröll. Die F5 war eine ganz normale Landstraße, bis die DDR 1952 auf Weisung der Sowjets scharfe Grenzsicherungs- und Kontrollmaßnahmen beschloss. Zum ersten Mal tauchte der Begriff Transitstrecke auf. Transitverkehr ist ja zunächst allgemein die Durchreise durch einen Drittstaat. Im Falle des DDR-Transites war es dann der grenzüberschreitende Verkehr, also der Verkehr zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin. Mit der deutschen Teilung ist der Landweg zwischen West-Berlin und dem übrigen Bundesgebiet abgeschnitten. Kontrollen, Willkür und Überwachung bestimmen über Jahre die Fahrt durch die DDR. Bis Anfang der 70er Jahre gibt es keinerlei vertragliche Vereinbarungen zwischen den beiden verfeindeten deutschen Staaten. Die F5 war eine Landstraße, die überfüllt war mit Autos. Und es gab sehr viele Unfälle, man konnte kaum überholen. Und in den Ortschaften war man natürlich genervt. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin gelernter Fotograf und Fotoreporter. Harald Schmidt arbeitete damals in Ost-Berlin als DDR-Korrespondent für den Hamburger Stern. Und dann war die Idee der Chefredaktion, ich soll doch mal die F5 noch mal so wie es sie gibt, bevor die Autobahn eröffnet wird, dass wir da eine große Farbgeschichte machen. Und so kam das, dass ich auf dieser Straße mehrfach hin und her gefahren bin und sie so kennengelernt habe. Leben mit der deutschen Teilung. Eine Grenze durchschneidet das Land. Stacheldraht, Betonpfeiler und Wachtürme über eine Strecke von 1378 Kilometer. Und eben Straßen, die Deutschland Ost und Deutschland West verbanden, trotz aller Feindseligkeiten. Es war quasi ein rechtsfreier Raum. Das heißt, da herrschte eine gewisse Art von Willkür. Es war unberechenbar, was auf dieser Reise durch die DDR am Ende passierte. Die Fernverkehrsstraße 5 war mit 238 Kilometern Länge die kürzeste Verbindung zwischen Hamburg und Berlin. Die Grenzübergänge waren vom Westen kommend in Lauenburg-Horst sowie in Berlin-Starken. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, kann ich nicht sagen, dass das eine bedrückende Zeit war, sondern ich habe das als Aufgabe gesehen, die mir übertragen worden ist und ich wollte diese Aufgabe so gut wie möglich erfüllen. Ich bin Achim Knablowski, war von 1972 bis 1989 an der Grenzübergangsstelle Starken tätig. In meiner Familie war mein Vater der Mann, der die Tüle in der Hand hatte. Und er war durch den Krieg antiamerikanisch geprägt. Und das hat sich auch auf meine Erziehung übertragen. Und wir haben als Jugendliche diese ganze Geschichte mit Vietnam und so weiter mitgekriegt. Und da ist in uns der Gedanke gewachsen, also wir müssen was dagegen unternehmen. Für Achim Knablowski gab es gar keine andere Idee. Er ging mit Überzeugung zu den bewaffneten Organen bei der Grenzbrigade Küste. Zuletzt war er Ausbilder an der Unteroffiziersschule. Die Staatssicherheit wurde auf ihn aufmerksam. Nach meinem Dienst kam der sogenannte V-Nuller, also der Verbindungsoffizier vom Ministerium für Staatssicherheit, auf mich zu. Und hat also mich angesprochen, hat gesagt, wir würden dich gerne einstellen.
in den Bereich Grenzsicherung, Passkontrolle. Es sind Vorbereitungen im Gange. Es wird ein Abkommen geben über die Transitreisenden, West-Berlin, BRD. Und wir brauchen unbedingt Kräfte. So waren sie konzipiert, die neu errichteten Übergangsstellen an den Transitstrecken für die sogenannte Grenzsicherung und Passkontrolle. Graue Gebäude, die abschrecken, grelle Lichter, die alles sichtbar machen. Und dazu eine klare Botschaft. Hier hat die DDR alles unter Kontrolle. Man will perfekt vorbereitet sein, wenn neue Regelungen in Kraft treten. 10 Jahre nach dem Mauerbau werden erste Verträge zwischen beiden deutschen Staaten vereinbart. Das Transitabkommen verhandeln die Staatssekretäre Michael Kohl, DDR, und auf Westseite Egon Bahr. Die Regierung unter Kanzler Willy Brandt setzt auf Annäherung und Dialog, trotz aller Differenzen. Die wahrscheinlich historische Bedeutung des Vertrages liegt darin, dass nach dem Transitabkommen und dem Verkehrsvertrag nunmehr eine umfassende, dauerhafte Grundlage dafür vorbereitet werden konnte, die Beziehungen zwischen den beiden voneinander unabhängigen Staaten mit ihrer gegensätzlichen Gesellschaftsordnung zu gestalten. Mein Dank gilt der Offenheit, der Sachlichkeit, die bei aller zuweilen unvermeidlichen Härte der Auseinandersetzungen gewahrt wurden und dem Willen, zu konstruktiven Ergebnissen zu kommen. Wir verschweigen nicht, dass es in grundsätzlichen Fragen unüberbrückbare, unterschiedliche Auffassungen gibt und auch weitergeben wird. Am 3. Juni 1972 trat das Abkommen in Kraft. Der Transitverkehr verläuft über Wasserstraßen und Eisenbahnstrecken, durch Luftkorridore, aber hauptsächlich über 3 Transitautobahnen Richtung Süden und Westen. Im Norden war es eine Transitlandstraße, eben die F5. Durch das Transitabkommen geht es reibungsloser an den Kontrollstellen zu, von und nach West-Berlin, normalerweise. Denn auch nach dem Abkommen blieb die Willkür der DDR-Grenzer ein Thema. Wie waren die Kontrollen drüben? Genau wie immer, hat sich nichts geändert. Nur, dass wir keine 15 Mark mehr bezahlen müssen und kein Visum. Einwandfrei, zügig. Ganz normal, ging schnell. Schlechter wie bisher. Wir mussten den Hänger zum Teil ausladen. Trotz Zollanerkennung, trotz alles. Mein Name ist Hartmut Richter. Ich war Fluchthelfer an der F5. Und jedes Mal habe ich mir gesagt, das war das letzte Mal, du hast die Nerven nicht mehr. Ne? Aber es war andererseits so schön auch, den Menschen geholfen zu haben. Wie wurde Hartmut Richter Fluchthelfer? Hier am Teltow-Kanal in Berlin-Wannsee kommen alle Erinnerungen hoch. Der junge Hartmut hat lange Haare und ist auch sonst nicht so, wie es das System von ihm erwartet. Es kommt zu einer Begegnung, die sein Leben entscheidend verändert. Das Mann erkannte die Brüder damals. Stechender Blick. Der hatte einen grünen Lederholmmäntel, so einen Lederersatzstoff an. Kommen Sie mal mit. Ne? Ich sage, was ist, ich habe Schule. Ist jetzt so. Kommen Sie mal mit. Dauert nicht lange. So. Sie dauern tatsächlich nicht lange, die Verhöre in Räumen wie diesen. Die Stasi kommt schnell zur Sache. Der holt eine Schere aus der Tasche und sagt, wir haben dir die Möglichkeit der Selbstkritik eingeräumt, wir können auch anders. Dann haben sie mich dann geduzt. So, und dann ist der daran gegangen, mir die Haare zu kürzen. Und ich muss sagen, dass ich noch sehr manierlich aussah. Ich hatte einen Freund, der sah schlimmer aus. So gedemütigt zu werden von diesen, ja, das hält sich ja nicht aus. Und das ist eins, also das Entscheidende. Ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich ernsthaft überlegt, diesem Regime zu entkommen. Hartmut Richter ist 18 Jahre alt, als er es wagen will.
Für die Flucht hat er sich eine Stelle am Teltow-Kanal ausgesucht. Hartmut Richter erringt seine Freiheit und hat schnell die feste Absicht, auch anderen dazu zu verhelfen. Alltag an einem Grenzübergang nach dem Transitabkommen. Nur noch selten Kontrollen, keine Visagebühren. Dafür braucht der Staat viele gut ausgebildete, linientreue Mitarbeiter, die zur Politik der DDR stehen. Tag, Papiere. Bitte. Bitte. Wohin fahren Sie? Nach Berlin. West-Berlin. Nennen Sie mir die Grenzübergangsstelle in Berlin. Berlin-Staaten. Mit den Jahren habe ich gelernt, die Menschen anhand ihrer Mimik und Gestik und der Bewegung der Augen zu erkennen. Was könnte sich hinter der Stirn abspielen? Weil der Mensch ist eigentlich so gebaut, dass er sich mit Äußerlichkeiten verrät. Was wollen Sie in West-Berlin? Mit deutscher Gründlichkeit sind auch hier die Abläufe minutiös geplant und strukturiert. Das ist das Annehmerhäuschen. Hier wurden die Dokumente der Reisenden angenommen, auf Transportband gelegt und in den nächsten Abfertigungstrakt transportiert. Hier wurde der Transitvisa ausgefüllt, die Pässe nochmal auf Echtheit überprüft und über die Zentralverhandlung, die weiter hinten war, das Okay gegeben, dass die Leute nicht in Fahndung stehen und die DDR durchqueren können. Diese Presskontrolleinheit, das waren ja wirklich auch ganz ausgewählte und vielfach überprüfte Bedienstete, die einfach auch Anforderungen an Sicherheit, Verlässlichkeit, ideologischer Festigkeit erfüllen mussten, die zum Beispiel eben an Zollbeamte oder auch an die Volkspolizei zwar auch gestellt wurden, aber an dieser Stelle schaute der Staat noch mal ganz genau hin. Sind es vor dem Abkommen rund 10 Millionen Transitfahrten, verdoppelt sich die Zahl schnell auf etwa 20 Millionen. Die DDR will die Kontrolle nicht verlieren. Das MFS stockt seine Abteilung Passkontrolle und Fahndung massiv auf. Am Ende sind es 7.600 hauptamtliche Mitarbeiter. Dankeschön. Schöner Wagen. Weiterfahren. Gerne. Also ich habe während der Abfertigung an der Grenzübergangsstelle immer nach dem Prinzip gehandelt, es sind Deutsche und scherzhafterweise haben wir sie auch immer genannt, es sind unsere Vertragspartner. Auch bei den Reisenden gab es Unterschiede. Viele haben uns herablassend behandelt, aber die überwiegende Mehrheit war eigentlich freundlich eingestellt, hat uns akzeptiert. Die F5 heißt heute B5, B wie Bundesstraße. Einfahrt nach Ludwigslust. Hier beginnt schon im Deutschen Reich die Geschichte der F5 als eine bedeutende Landstraße. Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, die einstige Residenzstadt, wird auch als das Versailles des Nordens bezeichnet. Die Stadt in den 80ern. Auch wenn die DDR wenig von herrschaftlichen Prachtbauten hält, die Menschen tun es und genießen den Park des Ludwigsluster Schlosses. Harald Schmidt darf damals hier Halt machen. Sein Presseausweis legitimiert ihn dazu. So entstehen besondere Fotos. Das Problem war zu zeigen, dass der Verkehr direkt vor dem Schloss vorbeiführt. Und das geht natürlich am besten mit einem LKW, weil es auch Erschütterungen sind, wenn jeden Tag Tausende von LKWs vorbeifahren. Und damals hat man ja noch analog fotografiert, man konnte also nicht gucken, wie ist es geworden, was heute jeder macht. Aber ich habe, glaube ich, 4 LKWs abgewartet und dann wusste ich, ich habe das Foto.
Und ich habe dann, glaube ich, auf dem Bauch gelegen und habe immer gewartet, wenn ein LKW vorbeifährt, und dann im richtigen Moment ausgelöst. Da ich aber in der DDR akkreditiert war, hatte ich dann die Möglichkeit, unterwegs anzuhalten. Und dann kriegte man auch, wenn ich dann angehalten habe, um Fotos zu machen, kriegte man auch, wenn auch nur in Maßen, aber man hatte einen Bezug zu Leuten, die man getroffen hat. Was weiß ich, da stehen Leute an der Schranke in Küritz, und dann macht man da ein Foto und kommt ins Gespräch, weil man ja länger warten muss. Das war wirklich so, dass man dachte, guck mal, das ist die DDR so, wie man sie eigentlich nicht kennt. Und schade, dass andere das nicht mitbekommen. Filmaufnahmen von der F5 Ende der 70er Jahre. Sie sind genauso verboten wie jeglicher Kontakt zur DDR-Bevölkerung. Auch Anhalten und Aussteigen auf freier Strecke ist im Transitabkommen streng untersagt. Bis zum Transitabkommen spielten Fluchten über die Transitstrecken eigentlich keine besonders große Rolle. Das lag schlicht an diesen Durchsuchungen, Kontrollen an den Grenzübergangsstellen bei der Einreise und bei der Ausreise. In dem Augenblick, wo wir mit dem Transitabkommen die Situation haben, dass diese Passage, sozusagen der Grenzübertritt, beschleunigt werden soll, eröffnete sich plötzlich ein Fenster, auch über diese Transitwege in den Westen zu gelangen und zu flüchten. Weniger Tiefenkontrollen an den Grenzen ermuntert Fluchthelfer, den Kofferraum als Unterschlupf zu nutzen, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Hartmut Richter macht es genau so. Er trifft sich mit vielen Fluchtwilligen an einer Bushaltestelle, direkt gegenüber einer Kaserne der Sowjetarmee. Und unweit der Grenze. Sehr gewagt, das Ganze. Ich habe dann immer möglichst gesehen, dass die da nicht zu lange warten. Hallo und komm. Eingestiegen, haben wir ein bisschen geplaudert, ganz normal. So hinten sitzen, ja, bitte. Und da war ja unweit, war ja eine Russenkaserne, war ja auch ein Wachturm. Also ich dachte mir, wenn ich bei der Stasi bin, da traut sich kein Westler hier vor, die Russen sind. Und gerade da, ne, habe ich es einfach gemacht. Wenn es dem DDR-Bürger jetzt gelingt, in deinen Kofferraum zu gelangen, unbemerkt, dann ist der Westen. Oh, herrlich, ne? Und dann kommt man auf solche Ideen und macht es dann auch. Die Fahrt auf der F5 ist für jeden eine Herausforderung. Hier in Kwidzow, einem Dorf circa in der Mitte der Transitstrecke, befindet sich eine Raststätte. Sie darf von Ost- und Westbürgern aufgesucht werden. Ich bin Birgit Richau und ich war in den 70er Jahren hier Kellnerin in dieser schönen Raststätte Kwidzow. Ich bin ein Einzelkind und bei Vater nur groß geworden. Und ich war immer alleine sozusagen, bis auf meine Freundin oder so. Und hier hatte ich alles um mich herum. Es war eine große Familie letztendlich. Es wurde im Vorgespräch bloß gesagt, es ist eine Raststätte, da treffen sich Ost- und Westbürger. Und man sollte Westbürger meiden, nicht mit denen in Kontakt treten, nicht sprechen. Viele Gäste im Gasthof Kwidzow sind gar keine Gäste. Kwidzow ist Treffpunkt, auch für die Staatssicherheit. Sie dokumentiert alles. Aha, E631. Die Überwachung des MFS auf den Transitstrecken war sozusagen wirklich auch für den Transitreisenden als auch für den DDR-Bürger ein offenes Geheimnis und auch durchaus zu erkennen. Wenn ein Westbürger reinkam, man erkannte ihn. Er war ganz anders gekleidet als wir zum Beispiel. Und der Ostbürger verhielt sich doch ein bisschen zurück. Der hatte jetzt mehr oder weniger sich auch kaum mit an den Tisch eines Westbürgers gesetzt. Warum?
weil überall unsere lieben Freunde der Staatssicherheit saßen. Also jeder hatte so ein bisschen gemischte Gefühle, auch wir als Personal. Für drei Personen? Warte. Wir haben Ende der 70er Jahre Zahlen, dass dort 61 Bedienstete tätig waren, von denen 11 als IM von der Stadtsicherheit geführt wurden. Das Tagesgericht. Sonst noch ein Wunsch? Danke. Ich würde ja lügen, wenn es nicht so wäre. Denn wo sollten denn die Mitarbeiter jetzt alle in der Stasi gewesen sein? Es kann ja nur so gewesen sein, dass sie angeworben wurden. Anders kann es nicht sein, dass sie denn, wenn du da in die Gaststätte, wenn du da arbeiten willst, dann hier unterschreib. Die Menschen haben sich getroffen, die haben sich unterhalten, die haben gegessen, die sind gegangen und dann war das Thema durch. Also warum sollte ich da hingehen und sagen, also hier guck mal da. Harald Schmidt in Ost-Berlin. Als junger Fotograf. Ich habe ja dann irgendwann meine Stasi-Akten eingesehen. Und wenn einige ehemalige DDR-Bürger sagen, das stimmt ja alles nicht, was da drin steht, kann ich nur sagen, bei mir stimmte bis vielleicht 90% oder so stimmte. Schmidt ist der Prototyp eines Pressefotografen. Bauernschlau, pfiffig, freundlich im Umgang mit Personen, selbstbewusst, sympathisch, versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen. In einem OV wegen Verdacht der Begehung von Verbrechen und Vergehen. Die Handlung von Linse, das ist, bin ich, Schmidt, begründen den Verdacht in objektiver und subjektiver Hinsicht, dass er geheim zu haltende Tatsachen aus dem Bereich der Landesverteidigung für eine ausländische Organisation sowie deren Helfer gemäß § 97 StGB sammelt und ausliefert. Harald Schmidt alias Linse. Die Stasi hat ihn wichtiger gemacht, als er war. Harald Schmidt nutzt zwar seine journalistischen Freiheiten, aber allein für diese Fotografien und ein paar Neckereien. Ich war ja damals so jung und ich fühlte mich dann wie James Bond. Und da ich wusste, dass die hinter mir herfahren, habe ich ja vorher im Rückspiegel gesehen, das erkennt man ja dann, wenn man verfolgt wird, man kriegt einen Blick dafür. Und dann habe ich einen riesigen Stapel Holz, also gefällte Bäume gesehen. Da habe ich dann angehalten, bin ausgestiegen, habe so getan, als ob ich was in diesem Holzstapel verstecke. Und habe mich wieder ins Auto gesetzt und bin weggefahren und habe mich insgeheim darüber gefreut, wenn die jetzt Holz für Holz wegnehmen und dann nichts finden. Und ich dachte, das ist mir eine Freude. Aber je älter ich wurde und je länger ich da war, fand ich es dann, weil ich dachte, ich bin doch nicht das Schwein. Also ihr habt doch was zu verbergen, ja? Wenn ihr das nötig habt, dass ihr eure Bevölkerung, eure Leute überwacht und uns überwacht, ist ja irgendwas nicht richtig. Die Transitlandstraße F5. Das ist für viele Menschen aus Ost und West die Möglichkeit für flüchtige Kontakte oder sogar bewusste Verabredungen. Für die Staatssicherheit der DDR bedeutet es, genau dieses zu verhindern. Ihr Ziel ist die möglichst totale Kontrolle. Ich bin Walter Pröll. Und bin dann Volkspolizist 1972 geworden. Walter Pröll ist Revierleiter der Volkspolizei in Beutzenburg. Er fährt auf Streife und verfolgt unter anderem sogenannte Missbrauchsvergehen entlang der F5. Es gab natürlich auch spezielle Aufgaben, dass zum Beispiel die Abschnittsbevollmächtigten Streifen hatten, die entlang der Transitstrecke liefen. Und es ging eigentlich mehr darum, ein bisschen Unruhe reinzubringen. Dort wurden Uniformierte gesehen und dass der Transitreisende sagt, der vielleicht doch was vorhatte, nee, hier sind mir zu viele Polizisten,
hier kann ich das jetzt nicht machen, was auch immer er machen wollte. Ein grauer Wintertag Ende der 70er Jahre. Trotz Strafandrohung machen Transitreisende immer wieder private Aufnahmen von der F5. Einfahrt nach Karstädt. Dieser Ort ist berüchtigt bei allen Transitreisenden. Die F5 verläuft mitten durch die Kleinstadt. Ebenso eine vielbefahrene Bahnstrecke mit Personen- und Güterzügen. Täglich gibt es hier Staus. Wartezeiten am geschlossenen Bahnübergang von über 45 Minuten sind Alltag und nerven alle. Diese Szenerie will Harald Schmidt fotografieren. Ich habe das wohl morgens gemacht, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und man sieht auch, dass der gesamte Verkehr musste dann anhalten, bis dieses Ding hochging. Und ein paar Minuten später war schon wieder zu. Aber wenn ich jetzt vergleiche zwischen früh und heute, da hat sich eigentlich außer diesem Gebäude rechts, da stand dann das Bahnhofsgebäude Karstädt, das ist jetzt weg. Aber diese alten Häuser, die sind immer noch genauso wie früher. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Um in Ruhe Fotos zu machen, täuscht Harald Schmidt auch schon mal eine Panne vor. Unter Beobachtung steht er jederzeit. Also ich habe nicht bemerkt, dass ich verfolgt wurde. Aber es war ganz klar, die wussten genau, dass wir da und da angehalten haben und dass das vorgetäuscht war, dass es nicht echt war. Hartmut Richter erinnert sich an seine Fluchthilfen. Die Anspannung war immer enorm. Ich hatte jedes Mal Herzklopfen, habe unheimlich viel geraucht bei diesen Fahrten. Wer als Bundesbürger auf den Transitstrecken Fluchthilfe leistet, geht wie die Flüchtenden ein hohes Risiko ein. Lange Haftstrafen drohen, die in DDR-Gefängnissen zu verbüßen sind. Diesmal vertraut sich Hartmut Richter eine Mutter mit Kleinkind an. Sie liegen wie immer versteckt im Kofferraum. Da lief der dann vorbei und plötzlich hustete das Kind. Dann habe ich im Rückspiegel ein Auto gesehen mit Kindern. Und der kam dann auf mein Auto zu, guckte, lächelte, ging an den Kofferraum, machte so. Kind da war ruhig jetzt. Und dann guckte er nach hinten, habe ich alles beobachtet. Und dann so richtig seine Gedanken. Lieber Gott, lass den denken, dass die Kinder von da gehustet haben. Das muss er dann gedacht haben. Ging dann weiter. Und dann fuhren wir über die Abus und plötzlich, als die muss wohl den beleuchteten Funkturm gesehen haben. Da ist die, da schreit die auf und von hinten zieht sie, will mich knutschen und was ich. Und ich habe Schwierigkeiten, den Wagen wieder in der Spur zu halten. Ja. Das waren unbeschreiblich schöne Erlebnisse. Nein, ich habe den Menschen herausgeholfen, die wollten rüber, nicht weil die Zigaretten im Westen besser schmeckten. Ich kannte doch die Gründe der Menschen, da rauszuwollen. Zwei Volkspolizisten im Wartburg beobachten einen beschrankten Bahnübergang. Das ist für alle F5-Transitreisende ein neuralgischer Punkt. Nach einigen Zugunglücken an Bahnübergängen gab es die Regelung, dass erstens von der letzten Warnbarke an bis zum Bahnübergang 30 km/h Pflicht war. Und dass der Bahnübergang nur überquert werden durfte, wenn die Bahnschranken senkrecht hoch standen. So, und wer im Frühjahr losgefahren ist, wurde es halt geahndet, aber es wird für jeden geahndet. Sind das Polizisten? Jetzt ganz ruhig bleiben, Martin. Nicht aufregen. Ihre Papiere bitte. Sind die Pässe, Fahrzeugpapiere und Visum. Ah ja, und natürlich hier. Es gab natürlich auch Transitreisende, die sich uns gegenüber provokant verhalten haben. Und demzufolge war manchmal auch die Reaktion dann von unseren Kollegen so, ne, dass man ein bisschen anders reagiert hat. Also ich weiß, dass es Transitreisende gab, die diese Transitstrecke als einen besonderen Korridor gesehen haben, wo angeblich die Gesetze der DDR nicht gelten,
Man hätte das wäre so im Transitabkommen festgelegt. Hier ist unser Korridor von, in diesem Fall, von Horst bis nach Staaken. Und da gelten die Gesetze der DDR nicht. Aber gut, das haben wir denen dann auch klar gemacht. Die F5 ist als reine Landstraße für die DDR-Staatssicherheit eine echte Herausforderung. Die drei anderen Transitstrecken sind Autobahnen. Eine Überwachung war somit viel einfacher zu organisieren. Ich erinnere mich, wenn die Staatssicherheit Verdachtsmomente hatte und dort auch Fahrzeugen hinterhergefahren ist, dann gab es ein Kennwort, das über Funk an alle Polizisten mitgeteilt wurde. Und mit diesem Kennwort wurden alle Aktivitäten auf der Transitstrecke durch die Polizei beendet. Also damit man hier nichts kaputt machen konnte, will ich mal sagen. Das Überwachungssystem der DDR-Sicherheitsorgane ist jederzeit präsent. Immer routiniert, manchmal gnadenlos. Ein Fahrzeug ist auffällig geworden. Es wird am Grenzübergang erwartet. Wenn die Sache offensichtlich war, also Unfall, Motorschaden oder Krankheit, dann wurde ganz kurz entschieden, ihr guckt, alles in Ordnung, fahren Sie nach Hause. Nur in den Ausnahmefällen, wenn viele, viele Sachen, viele Punkte zusammenkamen, die den Verdacht ergaben, dass er also nicht ganz koscher ist, dann hat man ihn aufgefordert, wir machen ganz einfach, öffnen Sie Ihren Kofferraum und Sie können dann weiterfahren. Zuerst sind es Freunde und Verwandte, die Hartmut Richter zur Flucht verhilft. Durch ihn gelangen 33 Menschen in die Freiheit. Dieses Mal will Hartmut Richter seine Schwester und ihren Freund in den Westen bringen. Doch es kommt anders. Es ging alles gut. Ich fühlte mich auch nicht observiert. Fahren Sie mal rechts raus. Ne? Ich sage, wieso? Ich bin Transitreise. Sie müssen mich hier durchlassen. Was soll das Theater? Und er machte die Schranke runter. Ne? War hier unten. Dann kam ein Grenzsoldat mit Hund in die Garage. Und als der Hund auf den Kofferraum sprang, da war aus. Da ist mir auch der Film gerissen. Ich bin an die Wand geflogen und ich soll geschrien haben, schießt doch, ihr Verbrecher. Fotos der missglückten Flucht. Die Stasi hat sie nachgestellt, auch um Hartmut Richter zu demütigen. Seine Schwester hat diese Ereignisse bis heute nicht verarbeitet. Ich fühlte mich da verantwortlich, ne, dass ich da zu nachlässig war. Ich habe die Stasi unterschätzt. Das war der gröbste Fehler. Das waren ja nicht mehr die Leute, die mir die Haare geschnitten haben, die man am stechenden Blick erkannte. Ich habe die ja wirklich unterschätzt. Im Stasi-Untersuchungsgefängnis Potsdam endet die letzte Fluchthilfe von Hartmut Richter. Harald Schmidt macht Fotos mit hoher Authentizität. Bis heute. Keine Posen, nichts Gestelltes, pure Realität. Die DDR, wie sie wirklich war. Als ich dann die Strecke besser kennenlernte, dann auch wirklich sehr gemocht war. Dass man so leicht Kontakt gekriegt hat zu den Leuten, das war eben, das war das, was mir die Freude an der DDR machte. Wenn man die Straße heute fährt, ist sie nicht mehr da. Die Romantik ist weg, die es früher gab. Ein Waldstück an der F5, kurz vor der Grenze zu West-Berlin. Eine junge Frau ist an dem vereinbarten Treffpunkt. Ich täusche eine Panne vor, hat der Fluchthelfer sie wissen lassen. Sie kennt ihn nicht, weiß nicht seinen Namen.
Für viele sind Fluchthelfer wahre Helden. Doch es gibt auch Menschenschmuggler, die mit Schicksalen Geld machen. Wer Freiheit will, muss sie bezahlen. Bis zu 30.000 D-Mark. Gleich wird es dunkel. Es sind nur 10 Minuten zum Grenzübergang. Für die junge Frau eine Ewigkeit. Wenn alles gut geht, ändert sich heute ihr Leben. Wenn nicht, auch. Das Transitabkommen mit deutlich reduzierten Kontrollen lässt viele die Flucht im Kofferraum wagen. Oft endet sie so. Stasi-Fotos von Gescheiterten. November 20, 1982, eine Zäsur. Die A24, die neue Autobahn zwischen Hamburg und Berlin, ersetzt von nun an die alte F5 als Transitstrecke. Fotografengedränge wie bei einem Staatsbesuch. Und doch ging es nur um eine neue Autobahn, allerdings um eine besondere Autobahn. Der westdeutsche Verkehrsminister Dollinger eröffnete mit dem traditionellen Schnitt eine neue Strecke zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin. Nach 4-jähriger Bauzeit haben jetzt die beiden größten deutschen Städte, Hamburg und die inmitten der DDR gelegene ehemalige deutsche Hauptstadt Berlin, endlich eine Autobahnverbindung. Für den Bau der 260 Kilometer langen Transitstrecke quer durch die DDR zahlte die Bundesrepublik den größten Teil der Kosten. Fast alle Transitreisende nehmen ab jetzt die deutlich schnellere A24. Als die Autobahnen kamen und viele meiner Kollegen sind mitgegangen, die sind ja richtig, dann haben gesagt, ja, wir gehen mit nach Stolpe. Und da war mit der Stasi hier abrupt Schluss. Die sind alle mitgegangen. Also es war nichts mehr zu hören und nichts mehr zu sehen hier. Der Gasthof Quitzow verliert von einem zum anderen Tag seine Bedeutung. Birgit Richau bleibt und muss erkennen, einige ihrer Kollegen und Kolleginnen spionierten sie aus. Dazu waren wir zu eng miteinander hier und ich weiß, wer das ist. Und das kann ich nicht verzeihen und das will ich auch nicht. Das ist so, das steht so fest wie das Amen in der Kirche. Die F5 ist wieder eine normale Landstraße. Für das Ministerium für Staatssicherheit somit von geringer Bedeutung. In dem Augenblick, wo es nicht mehr durch Dörfer und Städte geht, wo Anwohner sozusagen direkt an der Transitstrecke wohnen, hatte man die Punkte, die zu überwachen waren, doch deutlich reduziert, wenn man sozusagen durch die Brille der Staatssicherheit und deren Sicherheits- und Überwachungsinteressen schaut. Im März 1975 wird Hartmut Richter in der DDR der Prozess gemacht. Er bekommt die Höchststrafe von 15 Jahren Gefängnis wegen staatsfeindlichen Menschenhandels. Er sei ein Feind des Sozialismus und Werkzeug des Großkapitals. Im Oktober 1980 wird Hartmut Richter freigekauft und in den Westen abgeschoben. Dieser Neuanfang jetzt nach diesen fast 6 Jahren ist mir viel schwerer gefallen als damals mit 18. Wo ich da also nichts hatte und natürlich sind wir da unterstützt worden und da musste man ja durch die Mühle, nicht? Notaufnahmelager, die wollten genau wissen, wer kommt da, nicht? Also die westlichen Geheimdienste haben da schon intensiv befragt. Hartmut Richter schaut öfter in seine gut sortierten Unterlagen von damals. Fotos mit seiner Schwester machen ihn traurig und wütend. Das Regime der DDR hat Hartmut Richter nicht gebrochen. Ganz
ganz im Gegenteil. Der Transitvertrag regelt, wann die DDR-Grenzorgane wirklich kontrollieren dürfen. Eigentlich nur bei sogenannten hinreichenden Verdachtsmomenten. Nicht selten ist es jedoch Willkür. Zum Beispiel, wenn die Grenzer sich einfach nur langweilen. Einmal den Kofferraum auf, bitte. Wurden die junge Frau und ihr Fluchthelfer observiert? Du, komm noch einer. Mach Schluss. Weiter fahren, bitte. Achim Knablowski zum ersten Mal in Helmstedt-Marienborn. Dieser damals große Grenzübergang an der A2 ist heute eine Gedenkstätte für die deutsche Teilung. Der ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit begegnet seiner eigenen Vergangenheit. Die DDR war auf Befehl aufgebaut, also das heißt von oben nach unten in Befehlsstrukturen. Und plötzlich funktionierte es nicht mehr. Und man hat jetzt uns in der mittleren Ebene die Verantwortung überlassen und hat gesagt, macht, was ihr wollt. Achim Knablowski. Im November 89 gerät auch sein Leben aus den Fugen. Das Regime der DDR wankt. Das aufbegehrende Volk wird für die Führung immer bedrohlicher. Am Abend des 9. November 1989 hat Achim Knablowski Dienst. Es ist der Tag, an dem die Mauer fällt. So, dann haben die Tore aufgemacht, die Jungs. Und ich bin dann mit den ersten Leuten über die Grenzübergangsstelle bis nach Posten 1 gegangen, bis zum weißen Strich. Und da war dann großes Hallo. Also richtig, richtig Bambule. In dem Moment, als ich gesagt habe, wir machen jetzt auf, war für mich klar, das ist das Ende der DDR. Im Dezember 1989 verlässt er das Ministerium für Staatssicherheit. Fünf Geschichten an der F5. Sie können unterschiedlicher nicht sein. Harald Schmidt, seine große Liebe hat er in Ost-Berlin kennengelernt. Heute lebt er mit seiner Frau in Hamburg. Die F5 und die Zeit in der DDR will er nicht missen. Birgit Richau lebt heute noch an der F5, in direkter Nachbarschaft zu Quitzow. Den Kontakt zu früheren Kollegen meidet sie. Walter Pröhl war noch bis 2008 im Polizeidienst. Auch in Mölln, im Bundesland Schleswig-Holstein. Heute lebt er wieder in Boitzenburg. Und das sehr gern. Hartmut Richter erzählt unermüdlich seine Geschichte. Alle sollen erfahren, was mit mir gemacht wurde, sagt er. Und hält Vorträge gegen das Vergessen. Hans-Joachim Knablowski ist sich treu geblieben. Hat seine eigenen Ansichten von damals und heute. Er wohnt in der Prignitz in Brandenburg. Im Westen wollte er nie leben. Zwischen Juni 1972 und November 1989 passierten Millionen Deutsche Jahr für Jahr die Transitstrecken. Auch die Fernverkehrsstraße 5 ließ die Grenze zur DDR durchlässiger werden. Und für einige wurde sie zum Weg in die Freiheit.